Hier ist Nobi, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Dying Light. Wir machen jetzt unsere 7. Episode, genau. Kurz verlegen müssen. Habe ich wieder keinen Platz mehr. Okay, müssen wir schon in den Shop nach hinten gehen. Und, ja, und ein wenig Platz schaffen. Wo war das? Das war hier. Genau, hier ist der Shop. Rain, hörst du mich? Nein. Keine Zeit, Alte. Entwurf Industrie-Egel. $800 kaufen wir natürlich. Ich würde ihm jedem empfehlen, bei Sonstiges immer zu gucken. Stromkabel kann man immer gebrauchen. Blechdose natürlich auch. Eine Blechdose für $40 ist verflucht teuer. Genau wie das Stromkabel, aber okay. Es sind ja gewisse Umstände, warum alles teurer ist hier. Chemikalien sowieso. Klinge erst recht. Sprühdose natürlich. Entwurf entflammbarer Flüssigkeit kaufen wir natürlich auch. Medikit wird auch gekauft. Beide natürlich. Böller würde ich empfehlen. Wartet mal. Klebeband. Ja, gekauft. Dietriche brauchen wir auch, aber wir haben nur noch $384. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen was abstoßen. Ja, wir haben hier die Baseballschläger. Die behalten wir mal. Hier Maurerhammer. Maurerhammer. Was hat der? 54 Angriff. 53 hat der klassische Baseballschläger. Was hat denn der andere, der lila, ne? 58. Dann verkaufen wir den in blau, den Baseballschläger. Maurerhammer und Klauenhammer. Maurerhammer behalten wir, den Klauenhammer verkaufen wir. $113. Hier haben wir noch einen Klauenhammer. Ist ja, den verkaufen wir. Oh, ich glaube, oh, ich sehe gerade. Der Maurerhammer ist ja schon angegriffen. Verkaufen. Klauenhammer verkaufen. Franzose. Ach, das ist das komische Teil. Ja, den verkaufen wir natürlich auch. Wir brauchen ja nicht so viele Angriffswaffen im Endeffekt. 5 Böller haben wir noch. 15 mal Fackel, sehr schön. Wir haben hier Schmuck, 35 mal Kaffee und 23 mal Zigaretten. So, ist natürlich ein Haufen Zeug. Und ja, Kaffee haben wir in diesem einen Kaffee, wo ich doch den Ding gemacht habe, den einen Quest Muttertag. Genau, denn im zweiten Teil könnt ihr sehen, wo das Kaffee ist. Dort habe ich halt viel Kaffee rausgeholt. Ich glaube, das waren bestimmt 5 oder 10 Päckchen Kaffee. Ohne das, was ich noch so in manchen Fahrzeugen gefunden habe. 23 mal Zigaretten, der Hammer, gell? Aber ich behalte die Sachen noch, weil ich erstens mal kommt irgendwann ein Nebenquest, weiß ich noch, weil ich habe das Spiel ja eh schon zu fast der Hälfte durchgespielt, wo wir aufgefordert werden, 20 Päckchen Kaffee zu besorgen, okay? Nur mal so kurz als Info. So. Dann hier Grobian, Clan und Champion. Das ist für Waffen-Upgrades. Das erkläre ich aber im Laufe des Spiels, was das genau zu bedeuten hat. Wo ich kann es ja auch gleich bedeuten, gleich sagen. Jade? Moment, haben wir alles hier erledigt. Halt, ich wollte noch Böller kaufen bei dem Typen hier. Ich würde sagen, wir kaufen 20 Böller und gut ist jetzt mal. So, und Dietriche habe ich, keine Ahnung, kaufen wir noch 10 Stück dazu. Ich könnte zwar herstellen, aber im Endeffekt sparen wir uns das mal lieber. Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur, hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Mhm. Ich tue es, weil... Ja, ja, kurze Unterbrechung. Armeespaten hatte ich ehrlich gesagt. Diese Waffe hatte ich zwar schon ein paar Mal in den Händen, habe sie aber nie gegen Zombies angewandt. Keine Ahnung warum. Ich weiß es wirklich nicht, warum ich die noch nie benutzt habe. Oder den Armeespaten noch nie benutzt habe. Jetzt haben wir mal die Chance, den zu benutzen. Und bekommen natürlich hier noch ein paar... Unsere einzige Option ist, wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane? Danke für alles, was du für uns tust. Ich lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. Vielen Dank. Für die Leute, die vielleicht das noch nicht wissen, ich wartet mal, bevor ich losmarschiere. Dämlicher Rais. Zu Rais. Gibt es hier irgendwo das Poster? Das Poster? Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für dich. Nein, hier finde ich keins. Wenn nicht, dann gucke ich mal draußen auf der Straße.
Und zwar ist es nämlich so, Jade ist also die Dame, wo, ja, mit der wir eigentlich auch manche Aufgaben bestreiten. Oder die eine oder andere Aufgabe, ich glaube, es war eine bis jetzt. Die Dame ist eine Art, was ist das? Martial Arts Kämpferin, glaube ich, oder eine Kickboxerin, eine ziemlich brutale. Doch, wirklich, kein Scheiß. Also sagen wir mal so, die Dame hat echt faustdick in den Ohren und man sollte sie nicht unterschätzen. So, Pakt mit Raiz. 450 Meter. Hier mal schnell zwei Telefonzellen abgecheckt. Ja. Auch wieder über $50 gemacht, sehr schön. Läuft, Jungs, Mädels, das läuft. Ah, ich wollte euch noch was zeigen. Ach, ich habe gestern, oder ja, gestern Abend so, bis heute Nacht Battlefield Hardline gespielt. Und jetzt drücke ich wieder X zum Springen. Scheiße, sorry. Sowas darf man ja eigentlich nicht sagen in einem Stream, oder besser gesagt in einer Aufnahme. Okay, kein Problem. Ich suche mir gerade hier mal eine ruhige Gegend. Okay, naja, ist ja eh nichts passiert. So wie Pause-Modus im Endeffekt. Folgendes, und zwar Waffen upgraden. Entwürfe. Unter Entwürfe könnt ihr zum Beispiel Waffen upgraden. Ihr könnt auch hergehen. Geht einfach auf Inventar, schaut euch die Waffe an und guckt unten. Steht R2 für Herstellen, L2 für Upgraden, okay? So, wir drücken natürlich R2. So, wir können aus, ja, Industrie-Egel können wir machen. Ja, das ist ein Ding, das ist jetzt, dass es schärfer ist, dass es mehr Wunden verursacht, so irgendwie, dass die Zombies aus ihren Wunden mehr bluten, so irgendwie. So, und man sieht, der Armeespaten ist schon modifiziert. So, und jetzt können wir hergehen, weil ich habe euch doch von Champion und Grobien habe ich euch doch erzählt. Und zwar, ihr drückt jetzt L2. Und hier habt ihr auf der linken Seite sogenannten Fassungen. Hier ist eine Fassung, also hier, hier könnt ihr eine Fassung reinschrauben, anschrauben, sage ich schon, eine Fassung verwenden. Es kommt aber so im Verlauf des Spiels, kommt ihr natürlich an stärkere Waffen, wo zwei Fassungen möglich sind, okay? So, wir drücken jetzt mal hier drauf und er zeigt uns an, wir können jetzt hier Champion verwenden. Das seht ihr auf der rechten Seite, die Upgrades, was das dann an Zusatz, an Schaden macht, Haltbarkeit macht, Handling und so Zeug, okay? So, Reparaturen bringt es nichts, Upgrades bringt es auch nicht. Champion. Schaden einmal mehr, Handling einmal mehr, Haltbarkeit einmal mehr. So. Grobian, Schaden 2, Handling 0 und Haltbarkeit 1. So, eigentlich ist sie mir theoretisch mit Champion besser dran. Oder mit Grobian. Aber, jetzt kommt's, aber ich verwende dieses nicht, weil man kommt nur schlecht oder schwer an so lilane, Mods dran, weil an solchen für so Upgrade-Teile halt dran. Weil die kommen nicht oft vor im Spiel, okay? Also zumindest mal nicht so wirklich oft. Man kriegt sie zwar, das ein und andere bekommt man zwar von Leuten, die man das Leben rettet unterwegs, aber nur mal so als Beispiel, okay? Aber warte mal, wir können jetzt mal hergehen und können jetzt mit R2 mal den Baseballschläger upgraden. Ja, hier schaut euch das an, Industrie-Egel. Wollen sie ihre Feinde ausbluten lassen? Natürlich wollen sie das. Befolgen sie dafür einfach diese Schritte hier. Nägel, Klinge, Metallteile. Jeweils einmal. Machen wir natürlich auch. So. Und jetzt schaut auf den Baseballschläger. So. Jetzt die andere Waffe. Das war der Militärspaten, okay. Sieht auch ziemlich nice aus. Natürlich gibt es verschiedene Mods. Wir werden im Laufe des Spiels sehr, sehr, sehr viele Mods finden. Unter anderem welche, wo Feuer, also Brände verursachen können. Dass ihr den Gegner in Brand stecken könnt. Bei einem gewissen, ja, bei einem Zufallsding, wie sagt man, bei einem kritischen Treffer. Oder auch unter Strom stellen könnt, okay? Nur mal so als Beispiel. Ah, hier schauen wir uns mal schnell um. Hier ein Kühlschrank, was haben wir hier drin? Was zum Essen? Ich brauche mal nichts zum Essen, ich brauche was ganz anderes. Hier ist eine Kasse. Hier ist noch ein Kühlschrank. Nacht. Ich wiederhole, es wird Nacht. Kommt zum Turm zurück, solange ihr noch könnt. Nein, Baby. Ich bleibe hier draußen, denn ich bin ein Kind des, der Nacht. Quatsch. Ah ja, Errol Asani. Auf den Typen werden wir auch mal im Laufe des Spiels treffen. Guck mal, hier ist ein QR-Code. Heiliger Bim Bambino. Habe ich noch gar nicht gesehen, dass hier QR-Codes sind. Interessant.
Hier sind auch nur zwei Posts, das sind auch QR. Ah, hier sind auch QR-Codes, okay. Ich dachte, das wäre nur auf diesem einen Post da ein QR-Code. Jetzt, will ich mal hergehen. Wartet mal, ja klar, wir müssen nach links gehen. Eine Safe Zone. Komm, wir gehen hier zu dieser Safe Zone. Also die Sicherheitszone, säubern die. Und verbringen dort die Nacht. Ah, Telefon, abchecken. $16, sehr schön. Habt ihr das gehört hier? Könnt ihr Strom einschalten? Ui. Halt, wir müssen hier weiter. Ach, mit R1, du dummen Bats. Nicht mit X. Zu viel Hardline. Der ist im Arsch. Der macht heute nichts mehr. Das sind noch zwei Stockwerke tiefer, könnten die eventuell sein. Habe ich den gecheckt? Ja, ne? Genau das. Nichts mehr. Da hat nichts mehr für mich. Ah, hier. Sicherung reinschrauben. Aber erst... Ah, hier oben sind noch zwei Beißer. Erstmal eine kleine Verschnaufspause. Einer hat sich von selbst aufgelöst, ein Zombie. Ach nein. Geil, ein Zombie ist geflohen. Ich habe eben gerade diese Lichtfalle ausgelöst. Ist was mit dem machen? Wir gehen mal her. Machen jetzt erstmal ein kleines Stäbchen. Dann schlafen wir ungefähr vielleicht eine Stunde, wenn es hochkommt. Ja. Seht ihr, eine Stunde später. Seht ihr, hier ist das UV-Licht. Ich glaube, das ist eine normale Lampe hier, denke ich mal. So. Steigen wir mal hier aufs Dach. Können Sie ein bisschen umschauen. Natürlich überall UV-Lampen. Und irgendwo sind natürlich die sogenannten Schattenjäger. Ich finde mir jetzt mal eine Ladung Böller. Ach ja, es bin sich in der Safe Zone. Ihr könnt ja nicht hergehen und einfach hier so hochsteigen, ein bisschen außerhalb, also ein bisschen weit euch rauslehnen und schon könnt ihr meinetwegen Böller werfen oder ihr könnt auch Feuerwaffen verwenden. Ich denke, was wird vorher nicht die Dinge verwenden dürfen. Diese Lichtfalle. Schade, gibt es keinen Schattenjäger scheinbar. Nein, nicht wirklich. Egal. Okay, kommt, egal jetzt. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde schnacken. Bis zum Morgengrauen. So. Hört ihr das? Das ist das Flugzeug. Das wirft das Proviant ab. Da ist es. Das war ein Fail eben. Das hat doch eben gerade was abgeworfen. Bin nicht bescheuert. Das hat man doch gesehen, dass ganz kurz der Fallschirm abgegangen ist. Jo. Ach, hab ich wohl doch getäuscht. Ich schwören kann, dass es Fallschirm waren. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne das Paket holen. Oder die Pakete. Weil die sind wichtig für den Proviantmeister. Weil dadurch bekommen wir wirklich viel Punkte zum Upgraden. Oder XP-Punkte und die wiederum bringen irgendwann Upgrade-Punkte, okay? Aber warte mal, bevor wir jetzt noch weiter marschieren. Wir müssen hier... Ah, okay. Da haben wir noch ein ganzes Stück bei uns. Oh, Mist. Komm ich irgendwie hoch? Ohne mir gleich den Hals zu brechen. Aber ich schalte mal wieder das Licht ein.
Oh, warum, Jungs, euch ärgert sich ein bisschen hier. Jetzt müsst ihr mal unten. Hat sich das getan, Schad. Oh, ich hab einen Beißer am Arsch hängen. Alter, alles voll mit Säure. Das geht mal ab. Hau mal ab hier. Kiste. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es so auf den Sack bekommen werde. Schade. Komm, vergiss mir das GI-Paket. Bringt sich wieder fast selbst um. Schade, ich hätte gern das GIE-Paket geholt, aber das war jetzt echt ein saublöder Weg, wo ich gelaufen bin. Leute, das die treten noch manchmal. Das ist inzwischen gibt. Und da keine Kraft hat, das ist zum Kotzen. Ey. Wenn der ich nicht das merke, dass er nicht stark genug ist. Komm. Okay. Wie lange da ist weg? Sagt mein Baby. Okay. Wo ist der andere? Der ist hier. Erstmal den Spaten reparieren. Das ist saublöd, richtig saublöd gelaufen. Auch noch eine Kiste, sehr schön. Vorhin konnte ich leider nicht an die Kiste gehen, weil ich die Beißer am Hintern hatte. Und ein Hammer. Kleines Bilderrätsel, ha? Ein Hammer-Kaffee. Der Kaffee ist Hammer. Ah, hier oben ist ein Händler. Das könnt ihr sehen an dem... Das könnt ihr sehen an dem Dollarzeichen und ein Fall und dieses komische Dreieck über seinem Kopf. Das heißt, jetzt muss ich runtergehen. Was brauchst du? Ich habe alles da. Willst du handeln? Was hast du für mich? Leider noch keine Pistolen. Eine schwere BH-Axt. 6000 Eier, nein, das ist viel zu teuer für meine Verhältnisse. Blechdose, Chemikalien, Alkohol, Metallteile. Maurerhammer verkaufen wir. 15 mal Fackel behalten wir natürlich. So, und das andere Zeug behalte ich natürlich auch alles. So. Wie ich sehe, ist eine Kiste bestimmt schweres Schloss, gell? Nein, einfach nur öffnen. Okay, sehr schön. Nein, hinter mir, das ist nur, dass der Ding, der Händler ist, noch hinter mir ist. Ein blauer Punkt. Und jetzt ein rotes Dreieck wäre, dann müsste ich jetzt jemanden, könnte ich jetzt jemanden helfen gehen. Und so bekommen wir natürlich auch sogenannte Upgrade-Teile. Was ist denn jetzt los? Leute, ohne Scheiß. Das ist die Untoten. Etwas viel Schlimmeres liegt unter uns. Ein fleischgewordener Albtraum. Ich will gerade sagen, beruhig dich erstmal. Nein, das ist so ein Typ. Also, nochmal von vorne. Mein Name ist Babar Kizil. Und ich bin das Opfer eines uralten Fluches. Ich bin ein Lykanthrop. Ein was? Ja, ein Werwolf ist es. Und weg. Ich kenne den Spinner.
Nein, dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Sonst wird das Video wieder viel zu lang. Und 200 Meter. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Leuten natürlich helfen. Ich helfe ihnen normalerweise auch, aber wie gesagt. Oh, hier, guck mal da, gemeine Pflanze. Das würde alles viel zu lange dauern. Es reicht ja schon, dass ich Depp da hier über die Blumenwiese laufe und das Zeug hier pflücke. Aber das braucht man natürlich auch als Upgrade-Teile. Glaubt man kaum, ist aber so. Mal kurz X gedrückt, ob hier noch irgendwas ist. Nein, nichts mehr. Keine gemeine Pflanze mehr, schade. Und hier hoch, ja, er zieht sich hoch, sehr schön. Ist das die Schule, glaube ich, hier, oder? Ja, wir sind an der alten Schule. Der ist zu, der ist, also der andere war aufgemacht, der hier ist zu. Schloss sehr schwer. Nein. 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 Verdammter Mist. Nein. Wahrscheinlich bin ich hier unten auf der Seite komplett auf dem Holzweg. Sollen wir rechts gehen wieder? Und nein, immer noch nichts. Ganz cool bleiben. Ah, schön gemütlich, schön gemütlich. Aber wahrscheinlich knackt es gleich wieder, gell? Lol, ich hab's doch gefunden. Was haben wir hier? Ah, ein Fischermesser. Und Gladiator. Das ist auch so ein Teil zum Upgraden. Das war zwar ein blaues. Und wisst ihr was? Mit dem blauen, also diesen mit dem Gladiator, werde ich den Baseballschläger, werde ich eventuell upgraden. Ja, hier ist Inventar. Zerlegen. L2 Upgrade. Oh, bei dem Baseballschläger. Ja klar, da ist lila. Stimmt. Und der. Ah, und der Spaten war weiß. Das hat nur einen. Und das Messer hat auch nur eins. Aber der Spaten hat auch eins. Okay, aber der Baseballschläger hat drei. Ich werde verrückt. Ausbildung mein Modul einzusetzen. So. Gladiator. Macht zweimal mehr Schaden. Yeah. Ihr könnt theoretisch alle drei Sachen reinpacken. Das Problem ist, immer ist der Baseballschläger natürlich kaputt, okay? Nur mal so als Info. Upgrade bestätigen mit Viereck. Dann mal mit X für ja. So. Und ist. Ah, das ist falsch. Hier ist unser Baseball. Hier ist unser Baseballschläger. Ups, hier komme ich nicht hoch. Und das hier ist die Schule. Und ich glaube, man findet hier immer was, und zwar ein Medikit oder auch nur eine Kiste. Schwer? Nein, mittel. Und gleich beim ersten? Nein. Links. Nix. Nochmal links. Nix. Weiter links. Ah ja. Wir haben's. Super. Gleich beim ersten Mal. Ohne einen Dietrich zu zerstören. Kaffee. Nee, nee. Was ist das? Zerstörer. Oh, okay, cool. Und die Waffe. Das Messer, jetzt nehmen das. War das alles hier drin? Ja, es sieht aus wie eine Sprengstoffkiste, aber kann man leider nicht nehmen. Und hier eine Akte. Nein, Giftkugelschreiber-Mod. Lol. Jetzt habt ihr noch ein Upgrade für Gift. Sehr schön. So, und das hier war mal eine Schule. Seht ihr den Spielplatz hier? Okay. Nur mal so zur Info. Dort oder dort gibt es auch das ein und andere dort gibt es auch den ein oder anderen Quest, ja, wo man spielen muss noch. Halt, ist das jetzt schwer oder mittel, okay. Ja. Rechts? Nein, weiter rechts. Scheiße. Links. Jo. Dann müssen wir links. Na endlich. Ich höre irgendwie Zombies um mich herum. Was ist das? Klassischer Baseballschläger, okay. Und Kreuzritter. Oh, wow. Oh, fuck. Gut, dass ich schon runtergesprungen bin. Wartet mal, das ist doch ein Ding. Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück.
Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Und weiter. Nicht schießen! Hände hoch. Was willst du hier, du Scheißkerl? Ich will Rais sprechen. Brecken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Rais was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Danke. Ich hab so das Gefühl, mit Rais, das wird weitaus mehr wie ein Teil werden, gell? Das ist schon der erste Teil, weil wir müssen ja danach... Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Das ist einfach zu lang, das Video. Wir sind schon sehr lange. Schaut euch die YouTube-Sequenz an, die ist total. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Von mir oder von dir aus gesehen? Was für ein krankes Schwein. Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich? Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Rais deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Das ist das, was ich ja gemeint habe, dass wir eventuell weitaus mehr wie ein Teil machen müssen, weil wir hier verschiedene Aufgaben. Ich glaube, zwei Aufgaben müssen wir hier machen. Hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal das rostige Schilfmesser mitnehmen. Lecker, hm? Sehr lecker. Okay. Ach, da hat das komische Handtuch mitgenommen. Das Genial ist, hier liegen überall Waffen herum. Ihr könnt keine nehmen. Flat, Fernseher, die haben hier alles. Waffen, die haben alles hier, diese Schweine. Man kann nichts kaufen, ich könnte kotzen. Okay, einen Fernseher würde ich bestimmt nicht kaufen. Aber mal ein Sturmgewehr. Oder mal eine Handfeuerwaffe, überhaupt eine Pistole zu haben. Oh mein Gott, aber ich habe Rais getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Aber außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Aber das Interessante ist ja, dass wir, während wir, ich glaube, zwei oder drei Quests müssen wir bestreiten, meine ich, für diesen Typen Rais. Da ist einer zum Beispiel. Da hat man die Chance auf ein Sturmgewehr. Ich zeige euch das aber dann, wenn das soweit ist, und erkläre euch, wieso, weshalb, warum, okay? Ich glaube, das war noch nicht einmal geplant, dass man dann ein Sturmgewehr drankommt. Wir könnten richtig, also es ist keine Belohnung oder so, oder man kann es nicht kaufen. Sondern ich nehme das einem Soldaten von denen ab, okay? Ich glaube zumindest, dass es ein Soldat von denen war. Da bist du ja. Rais sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Hab einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Rais. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermass es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Na toll. Okay, Leute. Nicht böse sein, aber wir müssen jetzt hier aufhören, sonst wird das Video einfach zu lang, okay? Aber ich verspreche euch, ich mache gleich weiter und lade heute alle beide Videos hoch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, gell? Also, ich bin dann raus. Tschüss! Bleib uns gerade nachgefühlt. Was soll das Geschrei? Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat! Kein schlechter Grund. Wo ist das dumme Vieh?